Hüseyin, der AMG! Und seine Homies. Hüseyin steht natürlich wieder mal im Stau auf der A40, weil irgendwelche Autos schon wieder gaffen. Boah, Bruder, das hat ihm gottlos die Motorhaube weggecheckt. Ja, Digga, das passiert halt, wenn TÜV genau eine Woche vorher abläuft. Laber? Bruder, glaub mir, ich guck JP Performance 140 auf 50er-Zone angelehnt. Macher! Und dann kommt Hüseyin bei seinen Brees auf einem Parkplatz vor einem Netzo-Markt an. Bro, wie war's? Bro, ich war auf entspannt Autobahn unterwegs und dann hat so der miese Tesla Thomas einfach vorgedrängelt. Verbraucher, ja. Hm, schon unangenehm, wenn ich 110.000 Euro für ein Auto übrig hat. Digga, lass mich bitte in Ruhe, Jane. Aber Bettdecke auf Pumpernickelbrot mit 5 Umdrehungen angelehnt. So Super Collider auf Tschüss. Hm, die Benzinpreise müssen bestimmt schwierig sein, nicht? Junge, jetzt reicht's. Automatik oder Gangschaltung? Ja, ich weiß Bescheid. Und dann, Bro? Weißt du was? Du magst innovativ sein, aber bei Gott, dein Design wird von einem Grundschüler gemalt, der Jason heißt, mit einem Pflaster am Auge und Schokoeis am Mund. Uff, der hat gesessen, Jane. Bruder.